Um den Verbleib eines schwerkranken Mannes geht es jetzt beim folgenden Einsatz für Paul Richter und Moritz Breuer in Köln-Kalk. Guten Abend. Sie haben uns angerufen? Ja, ich habe Sie angerufen. Worum geht's? Und zwar geht es um meinen Freund. Also er wohnt hier und ja. Das Problem ist, ich erreiche ihn den ganzen Tag nicht. Und er hat Epilepsie und ich glaube, der hat einen Anfall. Und es sieht halt da drunter so aus, als würde es halt auch brennen. Okay. Also irgendwie müssen wir vielleicht versuchen, in diese Wohnung reinzukommen. Deswegen habe ich versucht zu gucken, ob vielleicht doch ein Fenster auf ist. Ja. Wohnt Ihr Freund hier alleine? Ja, er wohnt hier alleine. Und wo soll er denn jetzt aktuell sein? Wissen Sie das? Ich weiß es nicht. Also eigentlich war er morgens arbeiten jetzt, aber irgendwie ist es auch schon spät. Kommt man nur hier rein? Meldet er sich auch? Ja. Haben Sie denn schon geklingelt? Ja, ich habe geklingelt. Ich habe angerufen, schon. Ich habe geklopft. Ich habe wirklich vieles versucht, aber da ist nichts. Ich habe wirklich sehr oft versucht eigentlich. Ja, da tut sich was. Trotzdem noch mal selber versuchen. Guten Tag, die Polizei. Oh, was ist das? Ja, das ist ungünstig, gerade richtig schlecht. Wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Ja, ich bin die Mutter von Jan. Warum? Was sind was? Okay, weil die junge Dame zu ihrem Sohn wollte. Ja, ich kenne die Dame. Also, ich kenne die Mutter noch gar nicht, weil ich will mit ihm erst okay. zusammen. Wer sind Sie? Hallo, ich bin die neue Freundin von Jan und hallo. Schön. Sie, gut, das sind ja schöne Umstände, schön, aber wir machen uns gerade aktuell eigentlich Sorgen. Genau. Schön, dass ich Sie auch kennenlerne, aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Alles ist in Ordnung, alles ist gut. Wo ist er? Ich ist er Jan da oder was? Weitermachen. Hier, ganz kurz. Okay. Der Jan ist auf der Arbeit und alles ist gut. Ich bin hier für die Wäsche und mache ein bisschen sauber, dass der arme junge Mann entlastet ist. Gut, ja, Sie alles haben es in Ordnung. Ja, ich muss weitermachen, wirklich. Es soll alles fertig sein, wenn er kommt, ja? Ja, gut. Vielen Dank. Tschüss. Ja. Ich bin ein bisschen abgefertigt gerade, aber Sie kannten Sie aber noch nicht, oder was? Ich kannte Sie noch gar nicht, weil ich bin erst seit 2 Monaten mit ihm zusammen. Na gut, war jetzt auch nicht gerade zu herzlich. Ja, aber das ist nicht. Also wenn die Dame ja in Hektik, also wie gesagt, dann brennt sie. Guten Tag. Was? Hallo. Also, ist das der Jan oder was? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ist alles in Ordnung. Ach so, ja, wir waren. Sollten Sie nicht zu Hause sein? Vorhin hat er angerufen, die Polizei. Weil wir irgendwie, beziehungsweise wir hatten einen Anruf, Ihre Freundin stand hier vom Fenster wegen einem Einbruch, aber das war dann Sie. Ja. Und jetzt haben wir gerade Ihre Mutter schon kennengelernt, ist wohl alles in Ordnung. Die ist wohl ich habe deine Aachen, Mutter gerade kennengelernt. Da habe ich vor einer Stunde telefoniert, die wohnt in Aachen, die kann nicht hier sein. Ja, wer war das denn gerade? Meine Mutter gerade alleine? Tür? Nee. War Sie okay, wie sind Ihre Mutter groß und blond? Nee. Nee, die ist eigentlich ziemlich zierlich, klein, hat braune, ganz kurze alles Haare, klar. Locken. Alles klar. Okay, da ist auf jeden Fall jemand drin. Dann ja, weiß nicht, Sie warten bitte draußen erstmal und folgen uns nicht. Ist begehbar, ich kann den Schlüssel ja geben. Gleich soll sich herausstellen, dass die mysteriöse Einbrecherin für den Bewohner keine Unbekannte ist. So, so aber wir mal stehen bleiben. Boah, sie bleibt, lass das sein. Hast du, zieh. Einmal rein. Ganz ruhig. So, wer sind Sie? Ja, hier hinsetzen. Setzen Sie sich hin. Nehmen Sie da Platz. Kommen Sie rüber. Ist das Ihre Tasche? Ja, das ist meine Tasche. Die Mutter Ihrer Ex-Freundin? Finger weg! Nein, lassen Sie meine Tasche in Ruhe. Sie brauchen nicht meine Tasche aufzumachen. Passen Sie mal auf, Liebelein. Wenn Sie einmal gegen die Polizei arbeiten, wird es eine Widerstandshandlung gewährt, dann fahren Sie sofort mehr für die Dienststelle, brauchen Sie gar nicht weiterreden. Aber alles Sie können klar? doch nicht einfach meine Tasche aufnehmen. Natürlich dürfen wir das. Wieso dürft ihr das? Dürfen Sie jetzt fremde Hause? Hallo! Hören Sie mir jetzt ganz genau zu. Sie lassen die Hände jetzt auf den Schoß, ansonsten haben Sie sofort eine Acht drum. Haben Sie das verstanden? Okay. Und Sie sprechen jetzt nur noch, wenn Sie gefragt werden. Ja, gut. Versuchen Sie... Ihren Personalausweis. Hier drin. So, nächste Frage. Was machen Sie hier? Frau Schweizer. Ja. Können Sie antworten? Nein. Möchten Sie nicht antworten? Nein. Frau Schweizer, zur Sache. Sie sind beschuldigt im Strafverfahren. Ne? Wenn Sie sich illegalerweise Zutritt zu einer Wohnung verschaffen, ist das ein Offizieller. Sie schreiben automatisch eine Anzeige gegen. Das heißt auf Deutsch, Sie können sich jetzt zur Sache äußern, müssen das aber nicht. Da fahren Sie zur Dienststelle, können sich dann vor Ort einen Anwalt dazuziehen und können sich dann mit dem Vernehmungspartner von der Kriminalpolizei auseinandersetzen. Mit mir brauchen Sie nicht mehr reden, ist auch kein Problem. Tasche nehmen wir mit. Und damit war es das. Keine Sache, was machst du überhaupt? Sagst du mir doch wenigstens, was du hier machst? Ich habe sie 2-3 Mal kennengelernt, gesehen. Also ich weiß, aber was machst du hier? Wie kommst du vor allem in die Wohnung? Du kannst, sag's doch jetzt. Du machst es nicht besser, wenn du nichts mehr sagst. Ja, ich bin halt hier reingekommen. Ja, warum? Ja, ich wollte dich überraschen. Wieso willst du mich? Ja,
Ist halt ein bisschen blöd, ist ein bisschen peinlich, aber ich habe mich halt in dich verliebt. Und ja, ich wollte dich überraschen. Ich habe die zweimal gesehen in meinem Leben oder so. Ja, tut mir auch leid. Damit ist dieser ungewöhnliche Einsatz allerdings noch lange nicht beendet. Plötzlich hören Paul Richter und Moritz Breuer aus dem oberen Stockwerk merkwürdige Geräusche. So, was machen Sie hier? Oh, Überraschung. Harry, was ist denn jetzt hier los? Sie sollen aufstehen. Ich möchte nicht aufstehen. Einmal hoch. Mein Freund hat sich von mir getrennt. Melli, stehen Sie bitte. Melli, was ist jetzt los? So, was machen Sie denn jetzt hier? Habe ich Ihnen nicht was gesagt? Ich habe das alles für dich gemacht. Schau mal. Wie, alles für mich gemacht? Das ist alles für dich. Wie, alles für mich? Weil wir beide zusammengehören, dass du es endlich auch verstehst. Ich habe alles für uns gemacht. Ich habe hier sogar schöne Kerzen aufgestellt, damit du verstehst, dass wir zusammengehören. Das ist nicht normal. Melli, wir haben uns vor 3 Monaten getrennt. Was soll das? Ich bin mit Lara zusammen. Ich bin glücklich. Lass das. Was ist das denn? Ich weiß das auch nicht. Hol dir Hilfe. Melli. Das sind Rosen. Melli, bitte mach das nicht schlimmer. Hallo, Frau Schweizer. Es ist doch meine Tochter. Tun Sie mal gefallen. Bringen Sie die Frau wieder raus. Lassen Sie mich doch mit meiner Tochter reden, bitte. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Bitte. Hör auf, Sie reden jetzt gar nicht mehr. Sie sind bestimmt im Strafverfahren. Sie reden auch nicht mehr miteinander. Einmal aufstehen. Nein. Mäuschen, wir stehen gemeinsam auf, nein, oder wir lassen Sie, es bleiben. Sie können es nicht verstehen. Klar. Soll ich rüber gucken? Nein. Ist okay. Warum legen Sie mir jetzt Handschellen an? Weil Sie hier illegal eine Wohnung eingebaut haben. Sie fahren jetzt mal auf die Dienststellen. Stehen Sie einmal auf. Ich war mit... Nein. Stehen Sie einmal auf. Nein. Ich war doch mit Jan zusammen. Mäuschen, es bringt ich nichts. Ich war mit Jan zusammen. Es bringt wirklich nichts. Ja, aber wir gehören zusammen. Aber wir haben uns ineinander verliebt. Wir möchten jetzt einmal aufstehen, bitte. Okay. So, es tut gleich weh. Tun Sie mir nicht weh. Doch, dann stehen Sie jetzt bitte auf. Was haben Sie an der Hand? Ich hab nichts in der Hand. Dann stehen Sie jetzt bitte auf. Jan, bitte. Kannst du zulassen, dass ich jetzt die Handschellen angelegt habe? Ja, bitte schön. Vorsichtig. Das war ja genau der Grund, warum wir uns getrennt haben. Das ist alles zu Sie brauchen nicht hysterisch werden. Ich sehe, dass Sie zittern. Würden Sie meiner Tochter sprechen? Lassen Sie uns vielleicht an. Sie haben sich jetzt auch gar nicht mehr miteinander zu besprechen. Tun Sie meiner Tochter nicht weh, bitte. Es tut niemandem jemand weh. Ist es jetzt gut? Ja, ich liebe dich, das weißt du. Nee. So, kannst du mal rausgehen? Ich werde jetzt einmal hier raus, bitte. Jetzt ist Ruhe. Frau Schweizer, gehen Sie bitte vor, sonst tut's weh. Bitte mach's nicht schlimmer noch, wie es ist. Mein Gott. Jan! Offenbar wollte die Mutter ihrer Tochter helfen, ihren Ex-Freund zurückzugewinnen. Im Wohnzimmer erfahren die Beamten allerdings, dass der Mann gute Gründe für die Trennung hatte. Können Sie sich erklären, was das hier soll? Ich weiß es nicht. Also wir waren zusammen, wir haben es auch genau aus dem Grund getrennt, weil sie halt geklammert hat. Sie war immer extrem eifersüchtig. Und das war auch der Trennungsgrund vor 3 Monaten. Ich bin dann aber auch 3-4 Wochen später... habe ich halt Lara, meine jetzige Freundin, kennengelernt. Wir toll, sind super schnell glücklich. Getröstet, ja. Und sie schreibt auch dauernd. Warum schreibe ich denn? Weil ich dich liebe, Jan, ich liebe dich. So, das... Okay, Frau Schweizer, okay. Trägt hier gerade gar nicht zur Sache bei. Ja ihr beide sind zusammen und akzeptiert das. Sucht ihr okay, Hilfe. So, ich hab's jetzt, ich bin jetzt da. Sie setzen sich jetzt hier hin und dann das wissen. Ja, ich weiß. Wieso sind Sie beiden gerade in der Wohnung erschienen? Wie kommen Sie, also Sie sind über die Terrasse reingekommen, haben Sie gerade gesagt. Meine Tochter hat es mir gesagt, dass sie ihn überraschen will, den Jan, mit den Blättern und allem. Und dass sie hierher will und hier reinkommen. Und ich wollte sie davon abhalten. Aber als ich gekommen bin, war es schon zu spät. Sie war schon drin und ich wollte sie dazu bewegen, rauszugehen. Und wie sind Sie, okay, habe ich verstanden, danke. Wie sind Sie hier reingekommen? Über die Terrassentür? Ja, ich bin über die Terrassentür reingekommen, aber das ist... Ich muss das ja irgendwie machen. Frau Schweizer, wie sind Sie über die Terrassentür reingekommen? Stand die auf oder haben Sie die gewaltsam geöffnet? So ein bisschen. Wie ein bisschen? Jetzt antworten Sie mal. Ich guck mir die mal eben an. Ich schließe alles ab, immer. Okay. Haben Sie irgendwie einen Trick oder kennen Sie sich da auf? Einen langen Schraubenzieher im Schlafzimmer habe ich gesehen. Ich habe keinen Trick, ich habe es einfach gemacht. So, jetzt ist es raus. Aber Jan, ist okay. Ich habe es nicht getan. Ja, ist vorbei, alles klar. Ist ja, aber bitte. Gehebelt oder? Ja, Hebelspulen. Alles klar. Jetzt fahren Sie mal runter. Ist doch gut, Frau Schweizer. Einmal tief Luft holen. So, also. Ich glaube, Ihr Ex-Freund hat verstanden, worum es ging. Er hat verstanden, was Sie hier machen wollten. Fakt ist aber auch, das dürfen Sie nicht. Das ist ein Wohnungseinbruch. Sie wollen auch nicht, dass irgendein Fremder bei Ihnen in der Wohnung steht. Liebe hin, liebe her. Mutter und Tochter müssen sich wegen Einbruchs, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung vor Gericht verantworten.